So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen auf dem Balkon, genau. Das ist das Ernesto-Glas, das stellen wir jetzt mal hier rüber, das die schwackelt, die hecht super, ne? Eigentlich heißt es immer, es zieht. Ich habe was gefunden im Kaufland, da habe ich gedacht, was ist das denn schon wieder? Ihr kennt alle Carlsberg Mixerie, außer Dose, aber hier schwarz, mit 25 Cent Pfand, da steht Mixerie Ultimate Original. Das ultimative Original. Ich habe noch nie solche Dosen gesehen, muss aber sagen, die sehen verdammt genial aus. Was das genau ist, weiß ich nicht. Es hat 6% voll und da steht drauf, Biermischgetränk aus 84% Bier, 16% Erfrischungsgetränk mit Zitrusgeschmack. Zitrus. Warum ist das Ultimate Original? Wahrscheinlich gibt es auch noch ein anderes, nämlich ein Ultimate, aber eher in so einer, mit einem bläulich, keine Ahnung, wahrscheinlich schon wieder Ultimate Energy. Und das ist Original, aber Original ist Citrus. Was für mich am bekanntesten ist, ist eigentlich Mixery Cola, weil der Thomas das immer trinkt. Ich habe die jetzt auf jeden Fall mal mitgenommen, möchte die mal aufmachen, möchte die mal zeigen, möchte mal gucken, was das genau ist. Ne? Halten wir mal kurz rein. Zack, für das Thumbnail. Machen wir mal auf, nehmen mal einen kleinen Nipper aus der Dose. Kommt noch aus dem Kühlschrank. Müsste Bier sein, wie gesagt, mit Zitrus. Gut, wir schenken es mal ein, damit ihr das mal seht. So eine super tolle Bierfarbe, das hat. Hui, das schäumt sogar. Ach, ist das herrlich. Und das ist auf jeden Fall sehr hell und sehr klar und mit viel Schaum dran und überhaupt. Aber geschmacklich muss ich sagen, fand ich es gerade richtig abartig. Also diese Zitrusnote so ganz leicht. Nee, das ist schon wieder so spülmittelmäßig irgendwie, aber ja, keine Ahnung. Obwohl es gekühlt ist, finde ich das nicht. Ist das was, was ich hier als Erfrischungsgetränk gern zu mir nehmen kann? Dann lieber ein richtiges Bier und nicht diese komischen, gammeligen Mixgetränke, die sie raushauen. Du blickst ja eh nicht mehr durch. Es gibt die normalen Mixery-Sorten in den Dosen, in den Flaschen, in den kleinen Flaschen, in den großen Flaschen, in den kleinen Dosen, in den großen Dosen. Dann haben sie jetzt hier letztens Dosen rausgebracht, was auch irgendwelche besonderen Sorten waren, in großen Dosen, blau und lila. Die haben wir, glaube ich, auch getestet. Und jetzt gibt es schon wieder kleine schwarze Dosen, was auch irgendwas mit Ultimate ist, aber Original. Also blickst du nicht durch. Gefühlt ist alles immer das Gleiche, nur dass das halt jetzt statt 2,5% 6% hat. Deswegen ist es ultimatives Gesöff. Aber wenn es nicht schmeckt, dann schmeckt es halt nicht. Und deswegen halten wir das jetzt nochmal rein fürs Thumbnail. Vielleicht wird das Thumbnail, ich weiß es nicht. Wir trinken das jetzt noch weg und würden sagen, habt ihr das schon mal gesehen? Kennt ihr noch mehr Sorten davon? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Würde ich nicht nochmal kaufen, würde ich nicht empfehlen. Sah gut aus, aber ist absolut nicht mein Geschmack. Also nein, danke, Mixery. Das ist so säuerlich und das brennt so und das ist richtig unangenehm zu trinken. Diese Zitrussäure. Oh, nee. Lieber scharf brennen als Zitrus brennen.